Wir verlassen nun den Mündungsbereich des Yangon River und machen uns bereit für einen weiten Sprung in Richtung Süden, der uns vorbei an Thailand in Richtung Malaysia und nach knapp 1600 Kilometern in die Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur bringen wird. Auch hier erwartet uns ein Taxifahrer bereits am Hafen, der uns zu Sehenswürdigkeiten außerhalb des Zentrums, welches wir bereits 4 Jahre vorher besucht haben, transportiert. Erste Anlaufstelle sind hier die im Norden der Hauptstadt gelegenen Batu Caves. In flotter Fahrt geht es auf gut ausgebauten Straßen durch die Peripherie der Stadt, die sich durchweg sauber und modern präsentiert. Nach gut 50 Kilometern eröffnet sich ein erster Blick auf das steil aufragende Kalksteinmassiv, das mehrere Höhlen und Hindu-Tempel beherbergt. Der Eingangsbereich wird von einer sage und schreibe 42 Meter hohen Statue der Hindu-Gottheit Murugan überwacht. Um den Haupteingang der Höhle zu erreichen, sind zunächst einmal 272 steile Treppenstufen zu erklimmen. Nun betreten wir die etwa 100 Meter hohe Haupthöhle mit mehreren, teilweise noch in der Bauphase befindlichen Hindu-Schreinen. Die offenen Bereiche der Höhle werden von zahlreichen Javanaaffen bevölkert. Die Batu Caves gelten als eine der wichtigsten Pilgerstätten für Hindus in Malaysia. Das tamilische Thaipusam Festival, das jedes Jahr Ende Januar bzw. Anfang Februar stattfindet, zieht bis zu 1,5 Millionen Pilger an. Wieder am Höhlenausgang angelangt, genießen wir noch einmal den schönen Blick auf die Stadt. Von den Batu Caves geht es nun zunächst in Richtung Süden zu dem westlich des Stadtzentrums gelegenen Königspalast Istana Negara. Istana Negara ist seit 2011 Palast und Amtssitz des Königs in Malaysia und wurde auf einer Fläche von 100 Hektar etwa 8 Kilometer entfernt vom alten Königspalast errichtet. Die nächsten Stationen unserer Besichtigungstour rund um das Zentrum sind zunächst der KL Bird Park und anschließend der großartige chinesische Tempel Tian Hao. Auf einer Fläche von 21 Hektar beherbergt der weltweit größte begehbare Vogelpark über 3000 Vogelarten, zu denen man dank einer nahezu unsichtbar hoch in den Baumwipfeln versteckten Volierenabdeckung direkten Kontakt in einer authentischen tropischen Umgebung aufnehmen kann.
Den bunten Papageien kann man sich durchaus auch vom Inneren einer Voliere annähern, wobei das eigentlich zum Fotografieren vorgesehene Handy durchaus auch manchmal als Lande- und Sitzplatz missbraucht wird. Natürlich beweisen die Papageien und Kakadus auch in regelmäßigen Shows ihr oftmals verblüffendes Können. Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir das nächste Highlight unserer Tagestour. Der chinesische Tempel Tianhao wurde 1987 vollendet und vereinigt Elemente des Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus in einer grandiosen Symbiose aus modernen und traditionellen Baustilen. Von der Außenterrasse des Tempels fällt unser Blick nochmals bewundernd auf die uns bereits bekannten Wahrzeichen der Stadt, den Fernsehturm KL Tower sowie die Zwillingstürme Petronas Towers. Mit einer gebührenden Kontaktaufnahme zu den persönlichen chinesischen Sternzeichen verabschieden wir uns von dem beeindruckenden Bauwerk und machen uns auf den Weg zu der 25 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegenen, 1995 gegründeten Planstadt Putrajaya. Nachdem wir die zentrumsnäheren Stadtbereiche gemächlich durchfahren haben, erreichen wir die von der malaysischen Bundesregierung geplante Stadtlandschaft von Putrajaya, die durch künstlich angelegte Seen, ausgedehnte Grünflächen und Paradebeispiele der islamisch-malaysischen Architektur bestimmt wird. Am Ende einer breiten Prachtstraße erreicht man den Regierungssitz des malaysischen Ministerpräsidenten. Von hier aus schweift der Blick über weite Wasserflächen und gepflegte Wohngebiete zu der architektonisch höchst beeindruckenden schwimmenden Putra-Moschee. Mit diesen wundervollen abschließenden Eindrücken verabschieden wir uns von Kuala Lumpur und kehren wieder nach Port Klang, der vor den Toren der Hauptstadt gelegenen Hafenstadt, zurück.